Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hexit. Ich würde gerne eine Kugel Eis kaufen. Nee, ich nicht. Ah, ich aber. Und wir gehen jetzt wieder hier in dieses wunderbare... Boah, jetzt habe ich es bestimmt Minecraft verbuggt. Tatsächlich. Scheiße. Kacke. Nein! Max, rette mich! Hä? Ah, ich habe es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, Wo bist du? Ich weiß es nicht. Unter der Erde. Achso, ich hatte jetzt hier die Wände nämlich abgebaut, weil ich dachte, du hängst da irgendwo drin. Ich häng auch irgendwo drin, ich weiß nur nicht. Ich bin unter der Erde, ich muss mich gerade erstmal... Wo bist du? Wo stehst du? Warte. Ich weiß nicht, was ich hier abbauen kann, ohne dass ich jetzt das Portal schrotte. Siehst du mich? Ja. Echt? Guck unter dich. Du bist ja nicht. Hier bist du? Nee, warte. Ich komm schon. Ah, da bist du. Hä? Guck mal, wo ich gespawnt bin. Da, wo die Fackel war. Einen Block höher. Komm mal runter. Warte mal. Wie unlogisch. Was tust du? Mach mal rechts hier auf die Chest. Nicht drin. Nee. Nein, eigentlich ist das... Arschloch. Eigentlich ist das, wenn man hier das so verbuggt hat mit... dass man sich gegenseitig nicht sieht, dann muss man eigentlich nur so Chest öffnen oder Tür öffnen. Aber ich sehe dich ja. Aber ich dich nicht. Ach so. Das hat vorhin geholfen, als wir schlafen gegangen sind. Ja, und gerade eben, mach mal hier die Tür auf und zu. Warte, ich gehe einfach mal hier raus. Tür auf und zu. Ach, scheiße. Ja. Siehst du mich jetzt? Nee, mach mal Tür auf und zu. Yeah. Weißt du was, wir haben noch ein anderes Problem. Was denn? Komm nicht mehr in die normale Welt. Doch, jetzt geht's. Warum? Weil der sich jetzt hier auch rumbackt wie ein Blödmann. Ich finde die Treppe, gerade wo ich die Treppe so mal richtig hier im Gang beobachte, finde ich echt ziemlich nice. Warte, scheiße, wir sind auf einer Aufnahme. Nein, ich finde die Treppe scheiße. So. Siehst mich jetzt? Roger, ich komme zu dir runter. Nö. Echt nicht? Nö. Was passiert, wenn man hier in dieser Welt Betten baut? Dann hast du ein Bett. Dann, wie wär's, wenn du einfach nochmal in die Welt connectest neu? Nö. Lass uns mal ein Bett im End aufbauen. Nein. Geh du auch mal raus aus der Welt und, also in, aus der... Boah, ich hab schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Mann. Masturbieren. Das mache ich nach der Aufnahme. Nein, das machst du doch immer während der Aufnahme. Ach, hä? Glas wollte ich holen, scheiße. Wo bist denn du? Toll, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Da bist du. Ja, aber jetzt sehe ich dich nicht mehr. Was für ein Scheiß. Ah. Ich würde mal sagen, Daumen hoch an Minecraft. Und ja. Ich baue jetzt erstmal so einen kleinen Friedhof. Und ich hole mir Glas. Ach, warte, dafür brauche ich das. Das brauche ich nicht. Kannst du mal Gravel mitbringen? Nö. Danke. In welcher? Hab dich lieb. Kussi. Ne, dann jetzt erst recht nicht. Wir haben kein Gravel. Doch, wir haben Gravel. Nein, wir haben kein Gravel. Wir müssen mal Gravel. Wir haben Iron Gravel. Ah, hier haben wir Gravel. Danke. LG. SZ. Oh, das schmeckt so super. Was? Warum SZ? Keine Ahnung. Kennst du SZ? Ja, Sozialzucker. Nein, diese Schokolade. SZ-Schokolade. Ach so, ja. Ich komm nicht mehr, ich kann nicht mehr raus. Jetzt, ja, ich spawne hier die ganze Zeit unter der Welt. Das ist echt mies. Nee, ich habe ein viel größeres Problem. Wenn ich in der normalen Welt bin, dann komme ich ja nicht mehr aus dem Portal raus. Hatte ich vorhin auch. Dann machst du das nochmal und dann irgendwann spawnst du richtig. Nein! Ja, jetzt, das ist scheiße, das ändere ich gleich. Ja. Das Problem ist, innen die Dinger dürfen nicht sein. Aber warum spawn ich denn jetzt hier die ganze Zeit unter der Erde? Ich habe ein bisschen Angst, irgendwas abzureißen, was jetzt das ganze Portal killt. Du darfst nur die, um das Portal rum die... Ja, aber ich sehe es nicht, wenn ich irgendwo unter dem Portal bin und nur... Achso, ja, stimmt. Bist du das? Nein, ich bin in der normalen Welt. Was ist das?
Kobold! Kobold böse. Auch wenn es nicht gut aussieht, wir können die Erde nicht tauschen, deswegen muss das jetzt so bleiben. Weil ich habe keinen Bock, da jetzt immer 10-mal in der, rumzuglitschen. Der Kobold gibt Getreide, das finde ich ja süß. Ach, ich wollte mich gerade wieder mit dir über was anderes unterhalten, dann dachte ich, nee. So. Das gehört hier nicht hin. Das gehört hier sowas von nicht hin. Wir haben jetzt exakt 5 Minuten und 30 Sekunden aufgenommen und haben noch nichts Sinnvolles gemacht. Doch, ich mache immer was Sinnvolles. Atmen ist nicht sinnvoll. Okay, dann höre ich auf. Ja, bitte. Ich brauche ein Schwert. Eine Schaufel. Schon aufgehört? Womit? Mit Atmen. Ja. Ich atme nicht mehr. Ah, okay, cool. Ich find's auch total überbewertet, mache ich's persönlich auch nicht. Solltet ihr zu Hause auch mal ausprobieren? Einfach mal nicht atmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich echt nicht atme. Weil dann denke ich dran und dann so, oh scheiße, atme mal wieder. So dumm wie sich auch anhört, ist aber echt so. Erstmal googeln, wie man atmet. Atmen für Dummies. Atmen für Dummies, genau. Wo bist du denn jetzt, du alter Sack? In der normalen Welt. Warum bist du in der normalen Welt? Weil ich jetzt... Warum bist du in der normalen Welt? Weil ich gerne dein Popo ablecke. Warum kommt sowas immer aus mir raus? Oh Mann. Warum sage ich, benutze ich ja noch solche Wörter? Wir müssten demnächst auch noch mal einen Turm oder sowas machen. Weil wir haben keine Essenzen mehr für Stäbe. Hallo? Ich war gerade ein bisschen sehr geschockt und musste gerade erstmal mich beruhigen. Von deinem Popo. Hallo. Oh Gott. Und das aus deinem Munde, ey. Ja, du weißt ja, wo der vorher war. In deinem Popo. Nein, an einem Nutella-Brot. Ja, in deinem Popo. Schleichwerbung. Nutella, lecker. Ich mag kein Nutella. Ich weiß. Ihr habt ja auch nur dieses eklige Nutocker. Nee, das ist eine Lüge. Echt? Das, wenn wir mal, ich mag auch generell keine Schokocreme, irgendwie. Hast du da andere Gedanken bei? Ja. Was, nein? Wie bauen wir denn jetzt hier eine weitere Treppe hin, hm? Marshall, ruf schnell mal Skate an. Ja, gute Idee. Einfach Skate zu spammen. Wie baue ich eine Treppe? Ich könnte ja hier einfach, aber... Ich probiere es jetzt einfach mal, komm. Wir haben es ja, ne? Wir können es ja... Echt? Mm-mm. Ich darf? Nein. Max, nein! Ich bin gerade vollkommen nackt, da. Das ist nicht schlimm, du nimmst nicht mit Webcam auf. Außerdem wird es den einen oder die andere freuen, dass du nackt bist. Zum Beispiel... Du meinst dich? Nein. Fängt mit dem dritten P. Buchstaben des Alphabets an. A, Z, Q. Q? Genau, Q. Stefan, sag ich ja. Du bist nicht lustig. Nein, ich bin Max. Hat dir das... Ja. Ist richtig. Komm. In dem Zusammenhang war es gerade lustig. Ja. Nein. Danke, ey. Oh. Mann! Ich verwirre mich manchmal bei uns auf unserem ganzen Ding hier. Ich darf über sowas lachen, weil ich ein pubertierender Mistkerl bin, aber du nicht. Du bist reif und der... Okay. Hast du das nicht gelesen? Das stand mal auf... Das war mal irgendein Bild. Irgendwie, ein so ein Meme-Gesicht, was ein Zettel hochhält mit so gemalten Brüsten. Und stand da drüber 14 Jahre, guck mal, ich habe Brüste gemalt. Und dann ist der andere so, hihihihi. Dann mit 16, guck mal, ich habe Brüste gemalt. Boah, ey, werd mal erwachsen. Mit 20, guck mal, ich habe Brüste gemalt. Aber so alt bist du noch nicht. Ja, fast. Du bist immer noch 16. Mindestens.
Das ist die hässlichste Treppe, die wir je, also die ich je gebaut habe. Ich mach gerade vor unserem Haus Terraforming. Ach Gott, das kann ja nichts werden. Doch, ich baue deinen kleinen Park hin. Ja, baue deinen kleinen Park hin. Ist das sinnig, das zu machen? Warum machst du eigentlich was in der anderen Welt? Bau doch erstmal hier weiter. Hey, ich baue hier doch gerade. Ja. Ich baue doch gerade hier in der Welt. Komm mal her. Ich sehe dich schon wieder nicht. Glaube ich. Ja, ich sehe dich nicht. Ja, was ist? Ach doch, ich sehe dich. Hallo, hier, hinter dir. Hallo, hallo. Weiß ich nicht. Das ist total doof, oder? Ja. Wie baut man das schöner? Warum bauen wir hier drin nicht einfach mit Leitern? Oder mit... Eine Leiter ist kacke. Lianen. Lianen sind noch kackerer. Aber das würde zum Baum passen. Nein. Okay. Nichts passt zum Baum. Wie wär's dann... Warum bauen wir uns auch eigentlich ein Haus, das aussieht wie ein Baum? Ein Baum steht für Weisheit. Das ist doch irgendwie... Läuft doch was falsch. Warum Lord Toad? Das ist doch fast wie Lord Oak. Weisheit. Ja, Lord Oak. Bitte nenn dich um Lord Oak. Ja, direkt nach Lord Tourette, ne? Stimmt. Weißt du, was ich mir bei solchen Sachen immer denke? Jetzt guckt sich ja der ein oder andere das Video an, ne? Was? Und ich denke mir immer, wenn ich so rede, beziehungsweise wenn wir so moderieren, denke ich mir mal, bei welchen Witzen lachen die Leute eigentlich? Mich würde das echt mal interessieren, dass wenn ich irgendwas sage oder du irgendwas sagst oder wir miteinander reden, wann die Leute lachen. Weißt du, immer bei den Witzen, die wir selber nicht verstehen. Richtig, vermutlich. Na, aber das würde mich voll mal interessieren, wann welche Witze denn jetzt wirklich lustig sind und bei welchen Witzen ich mir nur denke, du hast dich angehört wie ein Einhorn. Ich bin ein Einhorn. Oh ja. Warte, oh ja. Was? Euer Einhorn. Euer Einhorn-LP. Eine geballte Ladung Action mit eurem Einhorn-LP. Lord Einhorn-LP. Mit eurem Unicorn-Universe. Unicorn-Universe-LP. HD-TV. Komm mal, lach mal nicht über HD hier, ne? Ja, ich lach nur über die lächerlichen LP. Ja, LP ist schon echt scheiße. Ja, das ist voll gay. Aber nicht so viel. Ups. Dann habe ich versehentlich noch andere Programme im Hintergrund offen. Welches? E-Mail, kam gerade Back to the Future Musik. Ja, da, ich möchte jetzt einen ausführlichen Bericht, was, wie, wo und wann und warum du das benutzt. Danke, Penis. Das war genug. Vielen Dank. Zurück zu Gundula Gause. Danke, Klaus Kleber. Ja. Meinst du, im Twilight Forest gibt es auch Gravel? Penis. Ah, Vagina. Titten. Ja, Titten gesagt. 3, 2, 1. Einfach so. Du hast gar nicht mitgemacht, Trottel, Idiot. Was kannst du eigentlich? Ich war gerade beschäftigt. Einfach so. Nein, ich habe einfach Delay. LP. Nein, das wäre jetzt Schleichwerbung. Was für LPs? Hä? Für LPs? Nein. Okay. Für den YouTuber. Es gibt einen YouTuber? Ja, der ist Delay-LP. Du bist Delay-LP. Boah, das wäre schon nice. Nein. Nice ist man erst, wenn man Lord Toad heißt. Nee, dann ist man... Sag nichts Falsches. Mir fällt nichts Gutes dazu ein. Dann ist man eine Kröte. Das ist gut. Und weißt du, was auch gut ist, dass die Folge jetzt zu Ende ist? So. Echt? Ja, wir sehen uns schon in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt noch eine Folge zum Aufnehmen? Ja, eine müsste noch da sein. Eine müsste noch da sein? Die erste Mal mit Skate, dann haben wir die und dann die. Ja, eine müssten wir noch haben. Eine müssten wir noch haben, ja. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.